Da löst er Leute auf, entzieht Lebensenergie. Okay, wir sind noch viel zu schwach für ihn. Wir wissen aber schon mal, dass er nicht weggeht. Keine große Herausforderung. Eigentlich das Beste, was man wirklich machen kann, ist Todeswolke auf ihn zaubern. Hm. Ja. Gut. Nun gut. Wir verschwinden einfach. Die Schattenbarriere ist immer noch da. Ach ja, und ich kann die Pfeile wieder umarrangieren. Ja, wechsel mal wieder zum Chaos-Schwert und du kriegst wieder solche Schleuderkugeln. Ich warte, was immer ihr wünscht. So. Ihr müsst eure Gruppe erst. Wir können raus hier. Den Schattendrachen sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen. Wenn ihr es wollt. Ja, jetzt strahlt hier überall nochmal das Sonnenlicht. Ja, ein großes Wesen, der Schattendrache eben. Nee, falsch. Welche Level haben wir denn eigentlich so? 10 und 9, das ist ein bisschen arg happig. Wenn, dann müssen wir ein bisschen warten noch. Und ich will den Drachen auf jeden Fall töten. Hey, ein Braunbär. Das heißt, die Tiere haben es auf jeden Fall in den Wald zurückgeschafft. Gut. Das Beste, was man eigentlich haben kann, ist ein Ritter, der, also die Taktik mit dem Todeswolkenstab und einem Ritter, weil der Ritter ist fast immun gegen seine Säureangriffe. Ich bin so glücklich. Beziehungsweise seine Giftangriffe. Er macht böse gedacht, Giftangriffe. So großartige Taten vollbringen würden. Und ja, der Todeswolkenstab, der macht halt eine Giftwolke. Das heißt, der Ritter ist immun gegen das Gift des Drachen und gegen die Giftwolke. Kann also ihn schön in der Giftwolke drin halten. Während er langsam und aber sicher verendet. Warum, wer hat euch nichts zu sagen? Okay. Deswegen will ich zum Beispiel gucken, dass ich den Todeswolkenstab verkaufe. Und ja. Den Todeswolkenstab verkaufe. Ihn zurückklaue und dann damit nochmal den Drachen versuche. Aber erst auch, wenn wir ein paar Level aufgestiegen sind. Und ich mal geguckt habe, ob wir irgendeinen Säureschutz oder so zaubern könnten. Koordinierte Verteidigung, Schutz vor Blitzen. Materie-Spiegel. Hm, nee. Beziehungsweise Schutz vor Gift. Feuerschild. Schutz vor normalen Geschossen. Ah, stimmt. Bei ihr brauchen wir noch neue Zauber.
Stinkende Wolke bringt nicht viel, deswegen noch ein Säurepfeil. Und tödlicher Nebel ist hier. Haben wir den Todeswolkenzauber nicht? Schwachsinn. Drei Elementar, dann kriegt sie ja noch mal das da. Habe ich eigentlich im Tagebuch persönlich? Ja, da kann ich was hinzufügen. Schattendrache in Tempelruinen töten. Töten. Nach Levelaufstieg. Machen wir mal 11 plus. Da ist nicht das Plus. In Klammern. Natürlich, ich kann gleich. Ah, da ist die Klammer. Minsk. So. Gut. Jetzt suchen wir nochmal die Wolfs. Gefleckter Löwe? Das war mal ein gefleckter Löwe. Das hier müsste die Höhle sein. Mal sehen, ob ich unsere Werwolfsfreundin da drin noch finde. Natürlich. Nö. Auch gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da lässt die Furcht nach. Und wir können gehen. Ja, und wir kommen hier im Norden raus. Hier oben gibt es nämlich noch etwas, ist mir wieder eingefallen. Das hier ist Valigars Hütte. Ja. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocken. Ihr gehört zu diesen Zauberer, die nach Valiga suchen, nicht wahr? Welcher Valiga? Lügner, wir werden nicht zulassen, dass unser Arbeitgeber auf diese Weise gejagt wird. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Dem. Keine große Herausforderung. Zurück zu den Umarhügeln, bitte. Nun gut. 4 Stunden. Da sind jetzt auch alle meine Buffs endgültig abgeklungen. Ich war, was immer ihr wünscht. Dumm-di-dumm. Nein, ich gehöre nicht zu den Zauberern. Lügner.
Ich bin jawohl, wie ihr wünscht. Wie kann ich nochmal den überzeugen? Ich weiß, man kann sie den überzeugen. Keine große Herausforderung. Oder wir gehen einfach gleich in die Hütte und reden mit Cortala. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, jetzt aber. Ja. Hallo, Valiga. Hey, ihr da! Kein Zweifel, noch mehr beraubte Gestalten und ihre Diener. Ich schwöre bei den Göttern, dass ihr es nicht überleben werdet, wenn ihr versucht, mich zu dieser verdammten Sphäre zu bringen. Ihr habt recht, wir wurden angehört, euch tot oder belegt zu den Zauberern zu bringen. Ich bin auf der Seite der Zauberer, aber sie haben nichts von einer Sphäre gesagt. Wovon sprecht ihr? Ich bin kein Diener von nichts und niemandem. Wovon redet ihr eigentlich? Das ist mir egal. Ich habe eure Mauern durchbrochen und will eine Bezahlung von Gold oder Blut. Ihr habt die Wahl. Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Bevor ihr also einige Schlussfolgerungen zieht, würde ich gerne euren Namen wissen. Wir wissen zwar, vermuten zwar, dass es Valiga ist, aber... Wie ich heiße? Ich heiße Valiga Cortala. Ich dachte, ihr wüsstet das. Ihr dient nicht den Zauberern? Da habe ich mich so verzweifelt versteckt, um dann nur durch Zufall überfallen zu werden. Ah, das ist wirklich Pech. Ihr könnt mir immer noch helfen. Vor einigen Wochen ist in den Samsburg von Alcatla plötzlich eine planare Sphäre aufgetaucht. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Ja, die war kaum zu übersehen. Mein Vorfahr, der Nekromant Lavok, baute die Sphäre und verschwand mit ihr vor über 500 Jahren. Seitdem wurde sie nicht gesehen, bis sie jetzt wieder aufgetaucht ist. Ich habe kein Bedürfnis, meinen Vorfahren zu treffen und noch weniger gelüstet es mich danach, den verhüllten Magiern zu helfen, die sicher zu sein scheint, dass mein Körper der einzige Schlüssel zur Sphäre ist, lebendig oder nicht. Sie versuchten mich zur Mitarbeit zu zwingen, sodass ich gezwungen war, mich zu verteidigen und zu fliehen. Hier habe ich mich versteckt, erfolgreich, wie ich dachte, bis ihr kamt. Ich wurde angeworben, euch aufzugreifen, aber ich denke, das sollte ich noch einmal überdenken. Was nun? Wer seid ihr, dass ich euch Glauben schenken sollte? Woher soll ich wissen, ob ihr mich nicht anlügt? Warum solltet ihr diesen Lavok fürchten? Dieser Vorfall von euch ist doch sicherlich schon tot. Schlecht gelaufen, ich wurde von den Magiern angeworben und ich werde zu meinen Verpflichtungen stehen. Es gibt keine Möglichkeit, den verhüllten Magiern entgegenzutreten und sie davon abzuhalten, euch zu belästigen. Gibt es keine Möglichkeit. Das ist Pech, ich bin nur daran interessiert, was ich von euch kriegen kann. Blut oder Gold, ihr habt die Wahl. Nun gut, ich will euch nicht länger belästigen, ich werde mich aufmachen. Er ist doch schon tot, oder? Es war eine lange Zeit, aber soweit ich weiß, läuft die Zeit anders, wenn man durch die Ebenen reist. Was seine Unsterblichkeit angeht, nun, mein Vorfahre hat sein Leben verlängert, bevor... Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin der Letzte der Cortalas. Euch mag das nur wenig bedeuten, aber Lavok bedeutet es viel. Als Lavok Adkatla in der Sphäre verließ, war er bereits viele hundert Jahre alt. Lavok verlängerte sein Leben, indem er die Körper von Blutsverwandten stahl. Wenn er noch leben sollte, könnt ihr euch vorstellen, warum ich mir Sorgen mache. Das ist auch der Grund, warum mein Blut möglicherweise Zutritt zur Sphäre gewährt. Die Zauberer haben sich nicht ganz an die Wahrheit gehalten. Wie sollen wir vorgehen? Was schlagt ihr vor? Mein Vorschlag lautet, dass wir in die Stadt zurückkehren und die Sphäre betreten. Auf diese Weise werde ich erfahren, ob Lavok lebt. Wenn er leben sollte, könnten wir sein untotes Dasein ein für alle Mal beenden. Ihr könnt was auch immer in der Sphäre an magischen Schätzen oder sonstigen Dingen von Lavok befindet haben. Nichts davon interessiert mich, auch nur im geringsten. Warum sollte ich einem Mörder vertrauen? Ihr habt zwei der verhüllten Magier getötet, nicht wahr? Ja, das habe ich. Es war jedoch kein Mord. Sie haben mich zuerst angegriffen. Ich weigerte mich, auf ihren Wunsch einzugehen und floh, sobald ich mich entziehen konnte. Ja. Ich lehne ab und versuche mich davon, meinen Körper zu benutzen. Na gut, ich schließe mich euch an.
Hervorragend. Meine Familie leistete vor langer Zeit einen Schwur, Lavok zu töten, sollte er je wieder erscheinen, und vielleicht würde es mir gelingen, diesen Schwur zu erfüllen. Mein von Herz kommender Dank, dass ihr mir eure Hilfe anbietet. Ja, bevor ihr euch bereit erklärt, sollte ich euch wohl sagen, dass ich vorhabe, eine alte Freundin von mir zu retten. Sie ist eine geistige verhüllte Magier, es könnte gefährlich werden. Ihr seid zahlenmäßig stark und von meiner Seite werdet ihr keinen Widerspruch vernehmen, wenn ich euch dabei helfen soll, bei den verhüllten Magier, die sich euch in den Weg stellen, den Blutsverleih zu treiben. Dann lasst uns aufbrechen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die verhüllten Magier schnell genug mitbekommen, dass ich unterwegs bin und dass ihr mich begleitet. Wir sollten uns bereithalten. Ja, ich entferne ihn erstmal wieder.